Müsst ihr mir jetzt nachmachen. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem neuen Format. Ich habe es ja im Mittagstisch schon angekündigt. Ach, was eine herrliche Sonne, Männer. Wir haben ein neues Format uns überlegt und zwar soll das ein bisschen so werden. Mein Wochenalltag, ne? Nicht langweiliger Mittagstisch nur am Fenster, sondern dass ihr einfach mal seht, was bei uns so stattfindet. Einmal die Woche, ich nehme die Vlog-Kamera, die ich mir hier gekauft habe, einfach mal mit und dann gehen wir einfach immer mal ein bisschen rum. So, heute ist Folgendes geplant. Und zum Einstand geht es heute sogar auch noch zum Angeln im Abschluss. Wir machen mal den Vlog nur an einem Tag. Heute ist Freitag, wir sind so ein bisschen am Werkeln, Räumen, Machen, Tun. Die Woche ist eigentlich schon rum bei uns. Viel gibt es nicht mehr zu tun, außer sauber zu machen und ein bisschen Instandhaltung. Ne? Seht ihr, hier liegt schon wieder eine Kabeltrommel im Weg. Ich muss aufpassen, dass ich nicht drüber fliege. Pakete sind gepackt, Boilies stehen hier zum Wegpacken. Tobi ist da hinten am Rühren, den gehen wir jetzt mal besuchen. Hier wird noch abgepackt. Ne? Wie man sieht, hier werden noch Dosenmais-Edges gefüllt heute. So, hier sonst ist die Halle schon relativ gut aufgeräumt. Hier kommt die Chefin. Guck, die holt sich gerade irgendwas. Wo ist sie hin? Ist abgehauen. Die finden wir aber gleich wieder. Guck, die versaut mir nämlich meinen ganzen Vlog. Die Chefin versaut mir immer den ganzen Vlog, ne? Weil sobald sie eine Kamera sieht, guck mal, rennt sie immer gleich weg. Hallo, sag mal hallo. Ja, hi. Hi, wie geht's dir? Angst vor der Kamera oder nicht? Hä? Was machst du gerade? Heimgehen. Wie immer, alles klar. Chefin geht heim. Tobi, gute. Morgen. Hier, sag auch mal hallo. Ich habe gerade schon angekündigt, dass wir unser neues Format gestartet haben. Jawohl. Einmal Wochenupdate aus der Halle. Was findet statt? Wir nehmen unsere Zuschauer mal mit und zeigen, was geht. Was machst du? Du machst Instandhaltungsteam ist heute wieder unten. Genau, heute ist Freitag und freitags ist immer das Instandhaltungsteam am Start, wie ihr hier unten seht. Ne? Tobi muss das Förderband überarbeiten, nachdem es hier irgendwann mal einen Wutausbruch gab von einem Ex-Mitarbeiter und die ersten Rollen davon geflogen sind. So, ne, also, das ist jetzt gerade hier so geplant. Freitag ist immer so ein bisschen hier, ein bisschen bohren, einer holt was ab und so weiter und so fort. Ach, wir können ja auch noch mal den Herrn Geist besuchen gehen. Ich muss meinen Kaffee aus der Hand stellen, sonst fliege ich hier gleich noch um. Mal ganz in Ruhe, mal gucken, was der Herr Geist macht im Büro. Guck mal, der ist auch da. Gute. Boah, was geht? Hi, ja? Jakob, womit bist du beschäftigt Alles noch? Alles klar, wir hatten gerade Lehrstunde hier, wir haben uns noch mal schön über das Outro unterhalten, ne? Wir wollen uns weiterentwickeln, so ein bisschen in Sachen YouTube, um euch auch ein bisschen mehr mitzunehmen. Auch wie ihr ja jetzt schon seht in diesem Vlog-Format, ne? Und wie gesagt, auch das gehört dazu, dass wir mal schauen, was der Herr Geist freitags macht, ne? Freitag ist so ein bisschen der Kuddelmuddeltag, ne? Genau. Unter der Woche wird gehasselt und Freitag wird aufgeräumt und sortiert und besprochen, was man wie wo besser machen könnte, ne? Richtig. Genau, deshalb geben wir hier jetzt Gas. Da sind wir gerade am Einrichten für den neuen Mittagstisch und dann geht's ab ins Wochenende, ne? Ich habe eigentlich eine richtig coole Idee, Jakob. Weißt du, wie die lautet? Ich muss mich hier mal zu uns senden. Ich habe eine richtig geile Idee. Weißt du, was wir machen? Du kannst dir ja diese tolle neue Kamera hier auch einfach mal schnappen. Und wenn hier Wochenalltagsvideos entstehen, die wir ja hier raus machen möchten, nimmst du dir die auch mal und gehst auch eine Runde, wenn wir zum Beispiel hinten am Produzieren sind und gar nicht an sowas denken oder wenn du irgendwas anderes Spannendes nimmst, kannst du dir die gerne auch schnappen und dann machen wir so ein Kombi-Format, wo der Brauns mal hält, dann hält der Herr Geist und am Ende der Woche schauen wir das gesammelte Material durch. Machen wir so. Und du cuttest ein geiles Video raus. Bock? Gehen wir hin, oder? Siehste, läuft. Ich habe gerade die Chefin draußen gefilmt, die ist schon wieder abgehauen. Ich gehe sie mal besuchen. Sag mal Hallo von mir. Ja, ich grüße. So, genau. Also, gehen wir noch mal gucken, wo es hier noch so raschelt. Es raschelt und kruscht noch. Ja. Hier ist der Tobi durchgeblasen gerade in wilder Hektik. Die Chefin wird bedient. Pass auf. Ey, ich hasse sowas ganz, weißt du ganz genau. Was denn? Was hast du ganz genau? Ich schmeiß dir gleich einen Sekt auf den Kopf. Warum? Was hast du denn? Sag mal, wie das aussieht. Darf ich mal? Kannst du gleich halten, dann kannst du mich filmen. Jetzt sag erst mal, was du machst. Ich hab die Edges abgefüllt. Ihr habt keine Aufkleber mehr. Wie, wir haben keine Aufkleber mehr? Ja, ist nichts da. Warum ihr? Das heißt wir. Ihr. Okay, also die Edges werden abgefüllt. Wie viel hast du abgefüllt heute? Wie viel war das denn da drin? Weiß ich. 200 Kilo, denk ich mal. Und wir haben keine Aufkleber mehr. Nee. Hat das der Jakob schon kapiert? Der weiß noch nichts davon. Irgendwie bestellen wir immer zu wenig von diesen Aufklebern, habe ich das Gefühl. Es kann ja nicht sein, dass die alle zwei Wochen leer sind. Da muss ich gleich einschreiten. So, ihr seht, alles nicht so einfach, wie es aussieht. Die Aufkleber von den Dosenmais-Edges sind leer. Da gehen wir jetzt gleich nochmal zusammen den Herrn Geist besuchen und fragen ihn, wie viel er das letzte Mal bestellt hat. So, bevor wir das tun, langweile ich mich jetzt nochmal zu meinem Bus und schau mal, ob alles drin ist. Der ist übrigens wieder repariert worden. Fährt wieder, einwandfrei. Markise ist auch schon dran für sommerliche Angelgefühl. Schauen wir mal, was hier so abgeht. Na, hier alles schon vorbereitet für gleich, wenn wir zusammen mit Max Angler hier Mad Max
alles da. Na, das Angelbagger-Vergnügen fängt gleich an. Bin schon erfreut, gleich geht's los. Tür lasse ich jetzt offen, dass es nicht so warm wird. Jetzt gehen wir noch mal gucken. Wenn wir erstmal den Herrn Geister zu fragen, der ist nämlich der Beauftragte für die Aufkleber, Dosenmais-Edges. Weil wir verkaufen so viele von diesen Dosen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass wir da immer nur 200 Aufkleber bestellen. Wenn, dann muss ich jetzt mal wieder den Agromann spielen. Hast du welche gefunden? Tatsächlich, alles leer. So, Herr Geis, ja. Kommen Sie mal kurz her, ich habe Sie gesucht. Ja. Es gibt eine Nachfrage vom Chef. Ja. Live wieder mal in unserem Vlog. Ja. Wie viele Dosenmais-Aufkleber hast du das letzte Mal bestellt? Edges oder Pop-Ups? Edges. Pass auf, die Absprache war mit dir. Ich habe es tatsächlich gerade eben in der E-Mail nachgeschaut. Es waren 500 Labels. Wie kann man denn von den Dingern nur 500 Stück bestellen, wenn du jedes Mal 500 Dosen füllst? Bestell doch mal. Das war die Absprache mit dir. Mit was? Haben wir so gesagt, dass wir 500 davon, 250 davon und so weiter. Da habe ich überhaupt nicht zugehört. Ja, da kann ich leider auch nicht so viel. Ja, aber du musst doch mal selber auf die Idee kommen, dass wir davon mal 5000 bestellen. Wie oft bestellst du denn da 500? Jede zwei Wochen oder was? Ja, das ganze Welt ist es noch nicht, aber alle drei. Ja, dann seh zu, dass du jetzt mal davon 5000 Stück bestellst. Ey, sonst werde ich wahnsinnig hier. Das kann doch nicht sein, dass die waren doch gerade, das war doch im Januar schon leer. Das letzte Mal, wo wir hier die Dinger hatten, da waren sie auch schon leer. Jetzt haben wir Februar und auch schon wieder leer. So nee, geht's. April haben wir. Ja, da bestellt er mal deutlich mehr von. Ja, machen wir in Zukunft. Ja, kein Problem. So geht's nämlich. Da wird immer einfach so weitergemacht. Da wird immer so, seht ihr das, ne? Das ist wie mit Schrauben. Wenn du eine Schraubenfirma hast und einen Handwerksbetrieb führst und kriegst mehr Aufträge rein mit Schrauberei, da werden trotzdem immer die gleiche Menge Schrauben bestellt. Und dann das halt jede Woche zweimal. Ja, so ist es. Haben wir wieder was festgestellt. Da wird was fürs Leben gelernt, ne? Können wir hier noch so ein Do-it-yourself-Video machen, oder? Jawohl, die Heimwerkerkönige hier. Na, geht halt immer mal was kaputt, ne? Was ein krasser Unterschied, gell? Guck mal, die sind noch ganz neu jetzt. Und die hier sind schon so total abgelaufen, ne? Eigentlich hätten wir sie gleich alle neu machen können. Aber weißt du, wie viel Kilometer Blech da drüber gelaufen ist? Brutal. Fertig? Ja. Dann lassen wir gleich nochmal ein Blech drüber laufen, ha? Hä? Gut, sehr gut, ja. Läuft ne? Ja. Tipptopp. Können wir schaffen. Ja. So, jetzt geht's auch schon los gleich. Jetzt zieh ich mir hier noch schön die Bananen rein. Mach die letzten Schritte hier bereit, weil heute Abend ist ja auch noch Angelvereinsversammlung. Ne? Müssen wir auch noch hin. Jetzt gibt's erst nochmal Banane, bevor es heute Abend Abendessen gibt. So. Was haben wir noch gemacht heute? Mittagstisch begutachtet, ne? Habe ich gemacht, Mittagstisch begutachtet, Banane gegessen, Leute wild gemacht. Jetzt geht's an See. 12 Uhr ist Treffpunkt mit Mad Max. Ich habe auch noch eine Überraschung für euch. Guck mal hier. Team Mad Max. Bist du Team Dickenmittel oder Team Mad Max, Jakob? Ich bin Team Dickenmittel, ich habe kein T-Shirt gekriegt. Er bleibt beim dicken Mittel, alles klar. Hast auch recht. Und da geht's auch schon los. Jetzt rufe ich nur an Max an, weil ich habe mich verspätet. Und ich bin echt, ey, ganz ehrlich zu euch, wenn ich hasse nichts als zu spät zu kommen. Von daher, jetzt rufe ich mal kurz an Max an. Sag ihm, dass ich 10 Minuten später komme, weil ich muss noch kurz vom Rewe vorbei. Ne? Der wird schon am See sein. Der hat ja... Jo, Bräunchen. Jo, Max, bist du schon am See? Nee, noch nicht, aber gleich. Ah, ich muss noch ganz kurz in der Rewe, also bei mir wird's so 5 Minuten später, ne? Ja, alles klar. Okay, gleich. Bis dann. Ciao. Also, so macht man das, Männer. Wenn ihr noch nicht gelernt habt, wie man pünktlich ist, habt ihr das jetzt gelernt. Ich bin nämlich 5 Minuten zu spät und dann melde ich mich ab. Wo bin ich? Ich hasse es, wenn einer nicht pünktlich ist. Digga, dreh ich total am Rad, ey. Oh, und dann muss man ja selber auch mal mit gutem Beispiel vorangehen, ne? Also, wir sehen uns am See. Bis gleich. Wenn du so ein Projekt anfängst und hast das ja noch nie so gemacht und egal wann du wie, du merkst es normal gar nicht, wie du die Kamera anmachst, ne? Jedes Mal, entweder ist die Flex gerade im Hintergrund oder der Hochdruck, das ist krass, das würdest du, wenn du nicht filmen würdest, gar nicht haben. Kann nicht sein oder würdest gar nicht wahrnehmen, vielleicht, weil es nicht stört. Genau, total geil, ich habe gerade nochmal erzählt, weißt du, und jetzt gerade, ging wieder los. Aber ja, geil, hier. Alles klar. Schöne Wochenend, gell? Fang was, gehst du angeln? Ja, aber nur bis ich so Köderfisch. Ach so, ja, Hecht geht auf. Alla, ciao. Ja, weißt du, wie es läuft, ne? Ja, es ist immer schwierig für mich, aus der Firma rauszufahren. Jeder Selbstständige kennt es. Ciao, Jacko. Ja, Jacko freut sich auch, dass wir Feierabend haben schon. jeder kennt es. Der selbstständig ist,
wenn du das, du hast immer das Gefühl, wenn du nicht da bist, geht gar nichts mehr, ne? Also es ist auch echt schwierig. Es geht auch irgendwie, ne, wenn du nicht da bist. Es geht, ne, muss man ja auch sagen. Aber es geht, wenn du da bist, geht's zu 25% besser, ne? Weil einfach so eine andere Dynamik herrscht. So, wenn der Chef aus der Halle ist, dann sackt irgendwie alles immer in sich zusammen, hat man das Gefühl, ne? So, alle gucken sich an, denken, endlich ist der Alte weg. Die Chefin ist noch dabei, die hat die gleiche Einstellung, die sagt auch, endlich ist der Alte weg. Aber es kennt, glaube ich, jeder, der selbstständig ist, ne? Jawohl! Bis gleich, ich geh mal gucken, dass ich pünktlich beim Max ankomme. Kurze Introduction, also was überhaupt ansteht, angeltechnisch. Wir haben heute Abend bei uns im Angelverein Jahreshauptversammlung und da kommen natürlich alle Bämbler beieinander. Oi Gude, da ist der Ernie und ich hab nur die Creme de la Creme aus dem Ort eingeladen, die ganze Suffkepp und Freibiergesichter. Wo ist denn das für ein trunkene Baustelle bei euch? Wer ist denn das jetzt? Ich steh direkt ans Nimmel. Ich werd doch laut, ich steh jetzt. Da haben wir natürlich gesagt, bietet sich doch an, eine Nacht angeln zu gehen, ne? Frisch, wir gehen jetzt an den See, tackeln jetzt unseren Kram auf, angeln dann praktisch bis heute Abend so um 6, 6:30 und dann müssen wir ja schon weg. Sprich, wir räumen unser ganzes Tackle, da wir ja beide nur vom Bus aus angeln, gerade alles in Bus, easy going, ab auf die Versammlung. Nach der Versammlung gehen wir wieder raus, ne? So bis morgen Vormittag. Vorgefüttert haben wir jetzt eigentlich gar nichts groß. Einfach mal ein bisschen angeln, ne? Einfach mal die Dinger reinschmeißen. Wenn wir heute Abend eh alle wieder hier in den Verein müssen, ist das jetzt auch mal egal, ob da was beißt. Wenn was geht, dann seid ihr live dabei. Ich fahre jetzt gleich raus zum See, treffe den Max. Ich freue mich auf eine schöne Session im Frühling. So, da bin ich auch schon am See angekommen. Schau mal, was der Max macht. Der weiß noch gar nichts von seinem Glück, dass wir ein neues Videoprojekt haben. Oh, das sieht aber geil aus, ey. Oh, Männer, das sieht fängig aus, ey, hä? Oder? Maxche, komm mal bei. Seit wann darfst du hier mit 3 Ruten angeln? Ab heute Abend vielleicht, wenn du eine Runde bezahlt hast im Angelheim. Wie du siehst, ist an der einen Rute noch nichts montiert. Guck mal, ich hab der Firma NatureBaits was Neues gekauft. Schau mal her. Das ist eine Vlog-Kamera. Und ich habe ein neues Videoprojekt. Das heißt, mein Wochenalltag. Aha. Weißt du, was das bedeutet? Naja, viel Stress bei dir. Ne? Wir schnappen uns einfach die Kamera und zeigen dauernd in der Firma irgendwas, was wir gerade machen. Und daraus wird einmal in der Woche ein Video geschnitten. Und heute hat sich's angeboten, dass ich um 12 an den See gefahren bin. Und vorher wild in der Halle rumgerannt bin und alle gequält habe. Ne? Das muss zusammen sein. Bist du bereit für sowas? Natürlich. Was sagst du denn zu dem neuen Ding hier? Nices Teil. Guck mal hier, wie nah wir rangehen können. Schau mal hier, und wir sind immer noch alle drauf. Das kann alles. Das ist was richtig Gutes. Das machen die, das haben die Profi-YouTuber sowas, mein Aha. Freund. Guck mal. Weißt du, was das ist? Ja, guck mal. Meinst du, da hat ein Hecht drauf geleischt? Das sind noch 100% Eier. Schau doch mal dahin. Das sind keine Fäden, das sind einzelne Eier. Ich dachte, das ist vom Hecht. Da hat es schon gebuckelt. Meinst du Eier? Das sind 100 pro Eier. Ah ja. Muss dann mal reingehen, muss das mal anschauen. Das siehst du richtig. Da unten auch auf den Pfosten, ja, guck mal. Klar, da. Kann schon sein, ne? Oder meinst du, die heften sich da hin, wenn die hier treiben? Nee, die Hechte schlängeln doch da immer rum am Ufer. Stimmt. So, wie angeln man? Ja, diesmal angelst du ans Holz. Ich angel nicht. Soll ich? Ja, ist mir egal, wo du hin willst. Ja gut, dann angel ich ans Holz. Und ich schmeiß in die Mitte. Ich angel eigentlich lieber da raus. Dann angel ich ans Holz. Du weißt es ja gleich. Ach, was du willst. Dann angel ich jetzt ans Holz. Ja. Du hast letztes Mal ans Holz geangelt. Okay? Heute angelst du ans Holz. Ja, und wenn ich keine Lust mehr habe, gehst du dran. Nein. Ohne Wenn und Aber, nein. Ich keine Lust. Ja, da seht ihr, wie es läuft, ne? Jetzt muss ich da angeln, wo es beißt. Ja, ich habe da gar keine Nerven für, nachts aufzustehen und hier rumzuflitzen. Aber gut, so läuft. Jetzt mache ich mal alles fertig. Mal erstmal Banksticks. Ich habe gar keinen Rodpod dabei heute. Ich habe nur Banksticks. Schief und krumm, wie sich's gehört. Dafür war ich gerade beim Rewe. Weißt du, was ich geholt habe? Ja? Eis. Sehr gut. Noch schön umziehen hier am See. Darf für die Versammlung noch schick sein. Hier mit der roten Unterhose. Ah ja, ich weiß, wie es läuft. Ich gehe jetzt mit der Jeanshose da runter. Ja, dann beißt gleich was. Dann beißt gleich
beißt gleich die Unke und dann habe ich gleich dreckige Jeanshose. Gehe ich heute Abend wie so ein Backfisch in der Angelverein. Das muss nicht sein. Aber ich bin schon so fischgeil, dass ich schon keine Zeit habe, mich umzuziehen. Fischgeiermeier will schon auswerfen, hat noch nichts montiert. Wer kennt's nicht? Ah, wunderbar. So, meine kleines Malheur hier. Wer hat schon mal ohne Ringeinlage im Tipp geangelt? Na? Ist gerade hier die Ringeinlage rausgeflogen, was weiß ich wo, bei den billigen Fox-Dinger da für 60 Euro das Stück. Und Max meint, scheißegal, bei ihm werden sie überall raus, geht auch ohne. Mach mal so, reingehauen, oder? Scheißegal. Ja, mir ist es auch scheißegal, ich werf ja mit der eh nicht so weit einfach. Passiert aber nichts. Aber ich habe mich das letzte Mal schon gewundert, was da so gerasselt hat. Ich glaube, die ist schon länger raus. Ich habe es jetzt nur erst gesehen. Aber das war schon bei 2, 3 von diesen Routen so. Das ist halt natürlich auch ein billiger Scheißhaufen, ne? Muss man ja auch ehrlich sagen. Kann ja nicht, die sind schon 10 Jahre alt, dass die überhaupt so lange gehalten haben, ne? Jo, der Meier wirft schon aus, der Geier. Jawohl. Dann wollen wir mal eine rausfiddeln hier. Oh, Max hat wieder mit Bettetraktor gefuscht. Sicher. Sehe ich schon wieder. Ich nehme mir einfach hier so einen normalen Body aus der Dutt. Bin da ehrlich. Kann man auch machen. Du machst hier so selbstgemachte Hookbaits, ne? Mit Bädetraktor oder was? Ja, genau. Liquid, Bädetraktor. Da beißen mehr Fisch. Weiß man nicht. Vielleicht mal schneller eine. Naja. Ich bin froh, wenn der so viel beißt. In meinem Alter. Ja, es geht ja auch in unserem neuen Vlog-Format darum, dass wir ein bisschen werbelastiger sein können. Ne? Also sprich, wenn wir in der Firma gerade an irgendwas dran sind, dann können wir einfach mal vorbeigehen und ich kann mal in den Eimer reingreifen, kann mal einen Bolli rausholen und kann euch erklären, was wir da gerade abpacken. Weil manchmal vergisst man ja auch einfach mal diverse Sorten, die wir trotzdem sehr viel verkaufen. Und so wird man dann automatisch drauf gestoßen, wenn man dann halt einfach gerade davor steht und sieht, einer packt jetzt zum Beispiel fermented Banane ab, dann greift man sich mal so einen Bolli hier. Zum Beispiel wie jetzt hier aus dem Eimer raus. Ich habe hier jetzt 24er fermented Banana Bollies, mega geile Frühjahrsköder, absolut geil, lecker im Geschmack, süß. Haben wir heute verpackt und ich habe gerade die Gunst der Stunde gegriffen, weil ich hatte halt einfach keine Köder mehr und habe mir hier einfach ein paar aus der Abfüllmaschine rausgenommen und habe mir die jetzt hier als 24er an den Haken gehängt. Ne? Ja, weil ich angel am Schilf und möchte ja nicht dauernd von der Schleie vom Sattel gehoben werden. Von daher lieber mal ein 24er dran gemacht, mir schauen, ob was geht. Ne? So, okay, mega lecker im Frühjahr. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut sich unseren Affenkönig an. Da haben wir die Bollies hergestellt. Weißt du Bescheid. Man sieht das jetzt hier auch schon. Mal hier. Wie findet ihr eigentlich unser Team Mad Max? Kann das was? Hat mir gestern der Max mitgebracht. Sagt, Bräunzin, ich habe ein Geschenk für dich ausgeleierten Fresslappen. 4x XL und passt. Steht mir, wackelt, oder? Der Mann mit dem Riesenbrustkasten im Weitwinkelformat ist am Start mit dem Mad Max Team. Gute. Ja, okay, Spaß beiseite. Auf jeden Fall sieht man hier gerade schon mich mächtig Pollenalarm. Also der ganze See liegt voll mit Blütenpollen, ob es Birken sind, Weide, alles ist jetzt schon so ein bisschen hier am Start. Heuschnupfen wird auch bald bei uns eintreten. Der Wind treibt die Pollen jetzt über die Oberfläche hierher und links und rechts und das verfängt sich dann immer so erstmal in der Schnur. Wer kennt es nicht, ne? Und deswegen, ja, manchmal macht es dann Sinn, die Routen so ein bisschen weiter runterzustellen, bevor sich der ganze Pollensalat in der Schnur gesammelt hat. Noch geht's, aber es könnte zunehmen. Ja, auch der See zeigt sich jetzt schon so mit mildem Grün. Ne? Die Blätter sind jetzt schon mächtig hier so am Kommen. Ist schon alles da. Also das Frühjahr steht voll in der Blüte. Die Fische haben noch nicht geleicht. Aber wir sind uns schon so ein bisschen nicht ganz schlüssig drüber, ob die jetzt nicht schon so langsam Gelüste verspüren würden, sich zumindest mal zusammenzurotten. Weil es ist doch sehr warm schon, ne? Und auch kein Kälteeinbruch mehr gewesen, der das Ganze so beendet. Und an manchen Seen, Robin, Grüße gehen raus, hat gestern ein Foto geschickt, da waren sie schon so im Flachwasser unterwegs, ne? In Rotten. Ja, es wird dieses Jahr, wenn man das Wetter so abschätzt, könnte es schnell gehen, ne? Dass die Laich abgeschlossen ist. An manchen Baggerseen im Rheintal vermute ich Ende April, Anfang Mai ist es soweit. Wie es hier aussieht, ähnlich. Man kriegt es gar nicht mit, wenn die Fische laichen. Die laichen immer hier hinten so drin, im Holz. Da steht praktisch hier so der ganze Wald unter Wasser und da schwimmt das Viehzeug jetzt rum, so auf eine Meter Tiefe, könnt ihr euch ja vorstellen. Und wenn die da drin laichen, kriegst du es eigentlich nie mit. Du kriegst es dann nur mit, wenn die Fische auf einmal schon leer sind, ne? Dann ist schon alles rum. Ja. Und das ist hier an diesem See schon sehr, sehr, sehr oft so gewesen. Nehmen wir mal die gemütliche Position ein hier oben. Ab auf den Sattel, Wartstiefel ans Geländer gelehnt und wir schauen, ob einer beißt.
Freunde der Wissenschaft. Ganz wichtig, wenn man eine gute Woche hinter sich gebracht hat, in der alles erfolgreich war. Max, bei dir auch? Ja, definitiv. Ja, mein Part kommt jetzt noch am Wochenende. Ich hoffe, das Wetter passt, da wird nämlich fleißig gegrillt. Ach so, ja, der Grillautomat läuft. Ja, klar. Deswegen, wenn man dann erfolgreich eine Woche hinter sich gebracht hat, dann ganz wichtig, gönnen. Und wenn sich das Ganze dann noch mit einem schönen Karpfen abrundet, macht das doch Spaß. Max'sche, ne? So, der Freitag ist auch fast umgebracht. Oh, guck mal da draußen. Boah, am Spot, ey. Seht ihr den Ring noch? Nicht weit vom Futter. Der ist weg, oder? Nee, der ist da noch. Siehst du nicht da? Ja, stehen. Klar, Logo. Siehst du diesen Aal, Alter? Guck mal hier. Hier. Guck mal, wir haben doch vorhin, Dicker, wir haben vorhin davon erzählt. Boah, was eine Schlange, ey. Guck mal hier. Wächst du jetzt auf der Suche nach Regenwürmern da hinten? Bruder, da hinten ist er und sucht Würmer wie früher, weil er meint, er muss jetzt den Aal irgendwie fangen. Aber ich glaube nicht, dass der dran geht. Gib mal einen Tipp ab. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Fängt der Max den Aal oder fängt er ihn nicht? Kennt ihr das, diesen Wahnsinn? Wenn dann einer so loslegt und denkt, er muss jetzt diesen Aal fangen, der schon lange nicht mehr da ist. Der sucht jetzt den ganzen Wald ab da hinten nach irgendwelchen Würmern. Also ich glaube nicht, dass das zielführend ist. Ja? Ey, hast du was gefunden? Nee, leider nicht. Ah ja, komm. Aber ja, geil, ey. Der war ganz schön dick, der hat den leicht gefressen, ne? 100 Pro. Ja. Hier ist noch der Handschuh vom Wallerkönig. Guck. Guck mal hier, die Binsen kommen auch schon hart raus. Wenn ich darf, ist der hier nicht mehr. Ja, der ist aber nicht mehr da, der ist gerade ab. Der ist da immer noch. Nein, der ich hab kommt hier, da wieder. 100 ja, Pro. Das kann schon sein. Dass er wieder kommt, kann sein. Aber jetzt ist er nicht mehr da. Der hat mich gesehen, bestimmt. Ja, jetzt bin ich wieder schuld, dass der Aal weg ist. Jawohl. Hast du einen Biss? Und Wasserqualität? Hervorragend. Aber es wäre ja auch mal so eine Frage. Meinst du, man hört dich hier noch? Stimmt, oder? Ah, wird eng. Geht doch schon extra laut. Ich habe mehr Windgeräusche als Max-Gespräche. Komm, geh mal schwimmen. Wie am Arsch! Das ist der Aal, der beißt bestimmt in meinen Aal. So, liebe Freunde der Lust, jetzt geht's ans Einpacken. Wir gehen jetzt auf die Jahreshauptversammlung sogar. Nicht Vereinsversammlung, Jahreshauptversammlung. Dazu müssen wir die Angeln einholen. Der See ist jetzt gesperrt bis nach der Versammlung. Na, Max'sche? Dann wird der Max endgültig aufgenommen, wie wir hoffen. Ich werde gegen ihn stimmen, wie sich das gehört. Als echter Minuskumpel. Danach kommen wir wieder raus und dann geht's weiter. Ne? Dann werfen wir die Angeln wieder aus. Sind ganz gut gestimmt, dass noch was geht. Also, wir sehen uns nach der Versammlung zum Vlog. Wenn es euch gefällt, wie gesagt, Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Oder einfach ganz nicht hinschauen. Bis nachher. Ciao. Also, ich probiere es nochmal. Wie machen wir das dann? Ja, dann sagst du mir einfach, was du dann noch drehst. Männer, ist beim Max schlimmer als beim Brauns. Der Max hat ja so einen Automat, Geschmacksquelle, und jetzt kommen die Männer aus der Kneipe und da ist irgendein Käsecracker hängen geblieben in dem Automat. Jetzt rufen die den nachts um 2 an und fragen, was sollen sie jetzt mit ihrem Automat abgehen und hin und her, ey. Digga, ey. Hä? Ja, immer locker bleiben. Und zieh immer ein Päckchen. Fällt schon mit. Ja, auf jeden Fall haben wir ja gerade schon im... Oh, das ist aber ein Wels, ne? Stimmt. Mad Max. Ja? Sonst? Mit Pop-Up oder ohne? 24er mit dem 16er Pop-Up. Ah, im Tiefen hier, ne? Ja. Schmeckt. Das kann ich dann wenigstens, dass ich es filmen kann. Ja, wo bist du denn? Ja, hier immer noch auf der gleichen Position. Jawohl. Nein, Mann. Ja, schön, ne? Muss immer drauf beißen. Mad Max und Mad Max Pop-Up, oder? Klar, beste Kombo. Nices Teil, oder? Ist das Ding abgefeuert, Alter. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ey. Sieht mich rein. Ah, oh, da kommt er, guck mal. Guck mal her. Oh ja. Das ist ein Riesenrostrilli, ey. Das Riesenrostrilli ist gefangen, Männer. Ja, nice, ey. Oh, jetzt geht es bei mir noch weiter, ey. Jawohl. Aber definitiv mein letzter heute Nacht. Weil die Hut kommt gleich nicht mehr rein. Ja, guten Morgen.
Also die Nacht ist rum. Was haben wir gefangen? Der Max hat die anderen wieder nicht mehr ausgeworfen. Hat alle drei, glaube ich, sind bei ihm gelaufen. Bei mir ist nur eine gelaufen. Ein Biss, 22 Kilo. Dafür kann man aufstehen. Dann hat es eben gerade auf der Route hier auf der linken noch mal rumgefiedelt. Da war aber irgendwie nichts dran. Also es war was dran erst, aber dann ein bisschen beigezogen und dann hat es so irgendwie so gemacht, wie wenn da eine alte Schnur drin wäre oder irgendwas. So, jetzt hätte noch so ein, zwei Stündchen geangelt in diesem wunderschönen Morgen und dann ist auch das wieder vorbei und dann geht's nach Hause. Ja, ich hab eben gerade auch hier diese, wie ich die Montage nochmal neu geworfen habe, ne, weil wir sind ja heute Nacht erst wiedergekommen, hier neu aufgebaut. Und habe ich eben nochmal alles neu geworfen. Ich konnte die Klicker gerade so dran lassen, wie sie waren. Also Wahnsinn, diese fermented Banana, die halten so gut auch, ne? Die werden so schön schmierig und so fest, aber so in sich geschlossen. Außen so glitschig, also mega fängige Köder. Mega gut, ne? Also da beißt es halt auch drauf. Gar nicht viel gefüttert mehr nachts. Davon ausgeworfen. Jetzt habe ich mal noch ein Händchen gefüttert gerade. Den Ködern auf jeden Fall safe in diese Jahreszeit. Sowas wie fermented Banana. Kann man einfach angeln. Passt halt. Mega gut. Ja, der Max hat hier seine Mad Max drauf gehabt, ne? Klar, ist er ja ganz heiß mit. Kann ich auch gut verstehen, super Klicker. Oh, ich fall gleich wieder Hang runter. Sag ich euch mal, dass ich auch hier keinen Schwachsinn erzählen morgens. Uris. Also, dass er mir das auch glaubt. Alle Routen eingehängt. Mad Max, Mad Max, Mad Max. Dreimal Mad Max, zweimal Mad Max. Pop-Up Edge. Einmal Mais müsste das sein. Dosenmais, genau. Alles abgelaufen bei ihm. So muss es aussehen morgens. So, Männers, also ich hoffe, euch hat unser kleiner erster Vlog gefallen. War jetzt noch nicht so viel mit der Firma, aber dafür ein bisschen mit Angeln, dafür ein bisschen mit Max. Was geht heute noch? Wir haben schön reserviert. Oh ja. Beim schönen Kroate heute Abend mit der Family, gell? Das wird nice. Ciao. Das ist was Feines. Tschö. Tschüsschen.